Die heilige Bischoy-Höhle stammt aus dem Ende der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts. Hier verbrachte er ungefähr 35 Jahre seines Lebens, in denen ihm Christus mindestens dreimal erschien. Auf der Decke der Zelle hängte der heilige Bischoy ein Seil auf und band seine Haare daran fest, um den Schlaf während seiner nächtlichen Gebete zu überwinden. Die Höhle wurde weit weg vom Kloster und der Kirche ausgewählt, um dem gesellschaftlichen Leben zu entkommen und so ein einsames Klosterleben zu führen.